Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Challenge-Video und zwar ist das Ganze eine Make-up-Challenge, wie ihr offensichtlich so ein bisschen seht. Das Ganze hier nennt sich die Full Face Only Using Highlighters Make-up-Challenge. Ursprünglich kommt das Ganze von einer wundervollen jungen Dame aus Dubai, der Maria, deren Kanal auch definitiv hier unten in der Infobox ist. Das heißt, wenn ihr euch lieber das Original als irgendeine Nachmache von mir hier angucken wollt, schaut definitiv dort unten vorbei. Das Ganze in eine Challenge verwandelt haben wir Jeffree Star und Nikki Tutorials, the Queens of Makeup themselves. Und als das Ganze Mitte letzter Woche total zum Trend geworden ist, war ich nur so, oh mein Gott, ich will auch. Aber irgendwie hat das dann halt alles zeitlich gar nicht gepasst. Und deswegen kommt es heute. Und ich persönlich muss sagen, meine Lieben, es hat so viel Spaß gemacht. Absolut der Hammer. Ich fand es total cool, mal mit so ein bisschen anderen, bisschen edgy, bisschen over the top, dramatic look hier rüber zu kommen. Weil Hammer. Wer mich und meinen Kanal auch nur 2 Sekunden kennt, weiß, ich liebe Highlighter und ihr werdet in diesem Video sehen, wie viele es irgendwie auch sind und das waren nicht mal alle. Ich habe halt echt irgendwie probiert, so sinnvoll wie möglich die verschiedenen Farben miteinander zu kombinieren und das hier ist das Ergebnis. Ich persönlich muss sagen, ich bin absolut begeistert. Ich finde keine Worte. Im Prinzip könnte ich ab heute jeden Tag nur noch so rausgehen. Weil das bin halt einfach ich. Kennt ihr das noch bei Pokémon, wenn die sich weiterentwickelt haben und auf einmal besser und stärker und schneller so sind? Ja, so fühle ich mich gerade. Ich habe mich weiterentwickelt und bin jetzt die bessere Form von mir selber. Und dann wollte ich noch einmal ganz fix, und dann fangen wir auch wirklich an, meine Lieben, versprochen, das Ganze hier drumherum adressieren. Ich filme jetzt mit ein bisschen anderen Hintergrund. Ich habe mein komplettes YouTube- und Schminkzimmer umgestaltet. Es ist alles neu, es ist alles anders, es ist nichts mehr wie zuvor, weil ich mir halt einfach gedacht habe, ganz ehrlich, Schluss jetzt mit diesem Rumgetrutsche, Schluss mit hier so ein bisschen, da so ein bisschen, ganz ehrlich, wenn du das Ganze hier machst, dann mach's bitte richtig und ich persönlich finde halt gerade für Make-up-Tutorials ist so ein cleaner Background total geil, aber es werden auf jeden Fall noch spannendere und schönere und was auch immer Hintergründe kommen, das bleibt jetzt nicht immer beige, keine Angst. Keine Angst. Aber ich würde sagen, genug zu dem Thema, meine Lieben. Lass uns anfangen, in den Highlightern zu baden, zu schwimmen und uns wirklich zu fühlen wie eine griechische Göttin. Ganz viele der anderen YouTuber haben sich noch den Witz erlaubt. Tragt eine Sonnenbrille, wenn ihr dieses Video schaut. Aber ganz ehrlich, Beauty is Pain. Wenn ihr euch diese Beauty hier geben wollt, dann kommt mit dem Schmerz klar, dass ich euch die Augen ausbrenne. Dementsprechend würde ich sagen, let's do this. Go! Als erstes starte ich mit meinen Luster Drops von MAC in der Farbe Pink Rebel. Die Luster Drops sind heute meine Base, damit das Ganze halt schon von innen heraus richtig geil und schön strahlt. Die meisten benutzen dafür die Strobe Cream von MAC, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wo meine ist. Deswegen müssen wir mit dem arbeiten, was uns zur Verfügung steht. Bei dieser Serie von Videos ist mir persönlich aufgefallen, dass die meisten den Schritt Foundation komplett überspringen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es keine richtig schimmernde Foundation gibt. Aber ganz ehrlich, nur weil es keine schimmernde Foundation oder Highlight Foundation gibt, heißt das nicht, dass ich mir nicht was selber ausdenken kann, was diese Look gefüllt. Deswegen benutze ich von MAC meine Cream Color Base. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich als Hautfarbton wahrscheinlich irgendwie was mischen werde aus den Tönen Pearl und Hush. Auch bei so einem Look darf uns natürlich Contour auf gar keinen Fall fehlen, weshalb ich auch dafür eine Cream Color Base benutze. Und zwar diese ganz dunkle in der Mitte. Das ist die dunkelste schimmernde Cream Color Base, die ich habe. Und wir schauen jetzt mal, wie gut wir damit zurechtkommen. Als Concealer benutze ich nun die Farbe Luna. Ist eine fast weiße Cream Color Base. Ein Creme Highlighter to the max. Die Farbe Luna ist der absolute Hammer. Und die spachteln wir uns jetzt als Concealer richtig drauf. Über eine anständige Creme-Contour muss natürlich auch noch Puder-Contour. Deswegen benutzen wir von MAC das Mineralized Skin Finish im Farbton Gold Deposit. Und schaut mal, was ich hier Schönes habe. Keine Ahnung. Pickel auf der Schulter, aber hier und hier, naja, passiert.
Damit dieser Look auch so lange wie möglich hält, müssen wir das Ganze natürlich fixieren, weshalb ich von MAC das Studio Finish Face Powder im Farbton Gold benutze. Ist ein Pro-Produkt, das gibt's leider nicht überall, aber wenn ihr die Chance habt, da ranzukommen, definitiv nicht überlegen, machen. Sehr geil. Meine Augenbrauen habe ich natürlich ganz normal gemacht mit allen Produkten wie sonst. Ich habe leider keinen schwarzen Highlighter, aber ich habe gehört, dass Jeffree Star demnächst für Halloween in die Richtung einen schwarzen Highlighter rausbringen muss. Wer wird sich den holen? Ja. Wir machen weiter und setten den Rest unseres Gesichts mit ein bisschen Puder. Und zwar ist das von Becca der Shimmering Skin Perfector im Farbton Moonstone. Und nein, ich habe zwar Puder gesagt, aber es ist natürlich auch ein Highlighter. Und bevor sich jemand beschwert, dass ich den eigentlichen Highlighter im Gesicht noch gar nicht gemacht habe, hold up! Das kommt jetzt. Doch zuerst setten wir alles, was wir bis jetzt haben, mit meinem Urban Decay All Nighter Setting Spray. Und wenn es kurz davor ist, anzuziehen, in dem Moment gehen wir rein mit dem Highlighter, denn dann wird das Ganze halt nochmal wie Tusche und ihr holt halt wirklich die kompletten Farbpigmente raus und das Highlight wird on fleek. Dafür benutze ich heute von Sleek meine Highlighter-Palette. Und zwar ist es diese hier. Mega, mega schön. Und zwar mischen wir die hellsten zwei Töne, beziehungsweise den unten links und den unten rechts. Und in diesem Sinne, viel hilft viel. Und ich könnte gerade ausrasten, weil ich meinen eigentlichen Highlighter-Pinsel nicht finde. Keine Ahnung, wo er ist. Deswegen nehmen wir den hier. Weiter geht's mit der Augenpartie und dafür benutze ich als erstes von Becca die Jaclyn Hill Highlighter Palette und zwar den dunkelsten Ton hier, um einen wirklich schönen tiefen Effekt in meiner Lidfalte zu erzeugen. Voll viele in den anderen Videos, die ich mir angeguckt habe, sagen, oh, voll komisch, was Schimmerndes in meine Lidfalte zu packen. Vielleicht bin ich blöd, aber ich habe das schon so oft gemacht und ich mag das total gerne. Ich weiß noch, als ich damals mit Make-up angefangen habe und wirklich nur, ich glaube, mein allererstes Lidschattenprodukt war von Urban Decay die Naked Palette oder die Naked 2, ich glaube, ich habe mir die gleichzeitig gekauft. Und ich habe andauernd so einen dunkelgrauen, schimmernden Ton in meine Lidfalte gepackt und so schlecht sah es gar nicht aus. Oh mein Gott, ich liebe diesen Ton. Den will ich auch unterm Auge. Und das blenden wir nun so ein bisschen aus mit Champagne Pop, damit es nicht ganz so hart wird. Zumindest nicht unterhalb des Auges. Fürs eigentliche Augenlid benutze ich eine Kombi aus dem Pigment von MAC in der Farbe Kitschmiss und dem Mixing Medium von MAC. Ganz, ganz dünn, aber dadurch kommt die Farbe noch schöner und intensiver raus. Und als Inner Corner Highlight benutze ich das Pigment im Farbton Vanilla. Und ich hatte erst überlegt, Vanilla auch unter meiner Augenbraue aufzutragen, aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ich gehe fremd, wenn ich nicht mein One and Only benutze. Und zwar ist das von MAC der Nylon Eyeshadow. Absoluter Hammer, wer den nicht zu Hause hat, ganz ehrlich. Die Investition lohnt sich so sehr und es ist so ein hammergeiler Farbton. Das war damals der allererste MAC-Lidschatten, den ich mir gekauft habe. Das war in New York und das war einfach für mich der absolute Hammer, weil ich den bis heute habe und wirklich oft benutze und ich kriege ihn nicht alle. Er ist so geil. Ja, das ist wunderbar. Jetzt kümmere ich mich mal eben ganz fix um meine Wimpern. Erst Wimpernzange. Always. Dann meine Lieblingswimperntusche von MAC und zwar ist das die Extended Play Giga Black Lash. Und wer mich und meinen Kanal nur 2 Sekunden kennt, weiß, ich liebe falsche Wimpern. Ich glaube, ich habe seit locker 2 Jahren kein Video mehr gefilmt ohne falsche Wimpern drauf. Ganz komisches Thema. Und ich habe vor ein paar Wochen auf der GlowCon eine ganz wundervolle Person kennengelernt. Und zwar ist das Hanadi Beauty. Deswegen habe ich mir die Wimpern gekauft, weil ich halt einfach gedacht habe, ganz ehrlich, wenn ich die Wahl habe, was kaufe ich mir für neue Wimpern? Ich war am Überlegen, kaufe ich mir die Huda Beauty oder die Lily Lashes? Und dann war ich nur so, ganz ehrlich, nee, ich kaufe jetzt was von Hanadi, weil Hanadi kenne ich und Hanadi ist so eine tolle Person. Warum sollte ich mein Geld an jemand anderes geben, wenn ich es genauso an sie geben kann? Und
ich bin absolutely in love, dass ich sie jetzt hier habe und dass wir sie zusammen ausprobieren können. Und ich bin so gespannt, wie sie aussehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. I'm dying. So, ihr Hübschen, die Wimpern sind drauf. Und zwar ist das der Style Zara. Mega geil. Hanadi, absoluter Hammer. Gekillt. Richtig gekillt. Brauchen wir natürlich noch so ein bisschen Wimperntusche unten. Und meine Lieben, es ist mir total egal, ob jemand sagt, ich mache Jeffree Star nach. Ich brauche jetzt auch Glitter. Wenn schon, denn schon. Und wenn schon, kacke, dann bitte richtig mit Schwung. Deswegen von MAC den Glitter im Farbton Gold. Denn meine Lieben, ganz ehrlich, was wäre dieser Look ohne Glitzertränen? Nicht. Irgendwie kriege ich gerade den Hals nicht voll und ich will noch mehr Highlight. Deswegen nochmal Opal von Becca. Uff. Irgendwas war hier noch vorher drauf. Und vielleicht auch noch ein bisschen Oh Darling von MAC. Und ein bisschen Mary Luminizer. Und wenn schon, dann bitte richtig mit dem Finger. Und die hier habe ich, glaube ich, auch noch nie vor der Kamera benutzt. Und zwar sind das Anastasia Beverly Hills Illuminator. Dieses Video heute ist mal so ein richtiger Grund, alle Highlighter anzubrechen, die ich immer nur gekauft habe und nie benutzt habe. Nämlich so eine mega dumme Angewohnheit von mir. Alles haben, aber dann im Endeffekt zu schön, um zu benutzen. Wer kennt das? Definitiv bin ich schuldig. Als Blush benutze ich heute von Milani den Farbton Luminoso. Wer kennt dieses Blush-Gesicht? Voll süß. Und wisst ihr, was mich gerade noch richtig hart stört? Mein Hals. Und nein, nur mein Schlüsselbein wäre mir persönlich zu langweilig gewesen. Ich will alles. Ich habe mir schon im Vorfeld dieses Videos extrem viele Gedanken gemacht und gesagt, ohne Scheiß, was nimmst du für eine Lippe? Nimmst du ein klassisches Rot? Nimmst du ein knalliges Pink? Nimmst du auch irgendwie nur Highlighter oder... Und dann war ich nur so, irgendwie hat mich keine der Lösungen wirklich zufriedengestellt. Aber ich habe eine Lösung gefunden, und zwar diese. Und da nur schwarz definitiv zu langweilig ist, Highlighter drüber. So, meine Hübschen, das hier ist der fertige Look. Ich hoffe unglaublich, dass euch dieses Video gefallen hat. Es ist natürlich so ein bisschen in Frage zu stellen, ob dieser Look wirklich für jeden Tag und für jeder Mann oder jeder Frau dort draußen ist. Ich persönlich bin gar kein Fan von diesen Alltagslooks, weil ich mir denke, seinen Alltagslook hat irgendwie eh schon jeder. Warum ein großes Tutorial dazu machen? Aber sowas hier ist geil, weil mich das persönlich als Make-up-Artist nochmal komplett herausfordert und neu challenged und es ist absolut geil. Ich habe total viel Spaß daran gehabt, diese Challenge heute auch gemacht zu haben. Ich hoffe, dass ihr auch Spaß beim Zuschauen hattet und wenn das der Fall ist, würde ich mich unglaublich über einen Daumen hoch und einen lieben kleinen Kommentar unten in der Kommentarbox freuen. Wenn ihr diese zwei Sachen abgehakt habt, bleibt nur noch eins. Es wäre ein Abo. Dann haben wir das Triple Sack. Meine Lieben, ich würde sagen, bis wir uns das nächste Mal sehen. Habt einen schönen Tag. Und load to the max.